Guten Abend, Freunde. Es ist gleich 20 Uhr und ich bin auf dem Weg zu dem Shelter, was ich mir vorgestern gebaut habe. Weil heute Nacht habe ich frei und kann Overnighter machen. Aber da das schon so spät ist, muss ich jetzt ganz schön sputen. Weil ich wollte noch, wenn es geht, bei Tageslicht mein Bett aufbauen, also Schlafsack, Isomatte und dergleichen, und mir was zu essen kochen. Vorher konnte ich leider nicht los, weil ich habe heute schon 12 Stunden Dienst hinter mir. Bin dann nach der Arbeit nur wirklich schnell nach Hause gefahren, habe mit der Frau einen Kaffee getrunken und habe mich schon wieder auf den Weg gemacht. Also war nicht möglich, vorher hier zu sein. Dann mache ich jetzt die Kamera aus und bewege mich ein bisschen schneller. Also ich würde sagen, es war keiner hier. Es ist alles unverändert. Aber wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt, den kann man nicht so erkennen. Die Sonne ist schon ziemlich tief, also beeile ich mich ja. Zum Abendbrot gibt es Erbseneintopf aus einer Dose. Ist nicht viel, aber ich habe auch eigentlich gar keinen Hunger. Es geht ja nur um den Spaß, den man dabei hat. Und dazu gönne ich mir ein alkoholfreies Bier. Also dann erstmal Prost. Kocher kann aus, kann man Spiritus sparen. Das Schönste an dieser beschichteten Pfanne ist, man kann die so super leicht auswischen. Ich habe jetzt nicht genug Wasser dabei, wirklich zwei Blatt Toilettenpapier und die ist, kann so im Schrank gestellt werden. Perfekt. Da backt absolut gar nichts an. So, jetzt habe ich alles erledigt. Habe gegessen, mein Bettchen ist fertig. Ich habe noch 50, 60 Meter von hier entfernt eine Wildkamera aufgehangen. Mein Kumpel heute Nacht Besuch bekomme. Dann trinke ich jetzt mein Bierchen aus, lausche das Vogelkonzert und warte, bis es dunkel wird. Und dann gehe ich sofort ins Bett. Ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden, also ich bin schon recht müde. Dann vielleicht bis morgen früh. Tschüssi. Wir haben es jetzt kurz nach Mitternacht. Ist nicht, dass ich vor Kälte wach geworden bin. Ich war ohnehin wach, weil ich auf Toilette musste. Aber ich habe jetzt erstmal meine Jacke übergezogen. Also ich habe schon 1,5 Stunden nicht geschlafen, nur im Hemd. Und es ging, ja, ich wäre nicht von wach geworden. Aber jetzt, wenn ich ohnehin schon wach bin, ziehe ich mir davon über, weil die Temperatur soll nachts auch bis auf 2 Grad wieder runtergehen. Und dann wäre im Hemd sowieso ein bisschen zu dünn gewesen. Weil ich habe nur so einen Discounter-Schlafsack bei, den ich auch mal für rund 20 Euro mal gekauft habe. Aber das ist durchaus in Ordnung. Nur mit der Jacke jetzt wird es halt noch ein bisschen besser. Okay, ich schlafe weiter. Wird nämlich bald wieder hell. Guten Morgen. Ich hoffe, das Licht reicht schon zum Filmen. Wir haben es jetzt gleich 5:30. Ich trinke schon mein Käffchen. Ich trinke meinen ersten Kaffee ja gerne im Bett. Aber unterm Tarp war mir das zu eng, um Feuerchen zu machen. Zumal auch schon diese trockenen Kiefernadeln drumherum sind. Also habe ich kurzerhand meine Isomatte gegriffen und samt Schlafsack alles rausgezogen. Ich liege jetzt draußen. War sowieso schöner. Konnte ich zugucken, wie es hell wird. Die Nacht war recht kalt geworden, muss ich sagen. Habe ganz schön gefroren, aber wie gesagt, ich hatte noch einen ziemlich leichten Sommerschlafsack bei. Aber ich habe es ja überstanden. Rehe habe ich auch jede Menge bellen gehört. Ich hoffe, dass irgendwas auf die Kamera drauf ist. Obwohl, was ich gehört habe, war ein bisschen weiter weg. Die Kamera ist ja gleich ja 3 Bäume weiter. Werden wir mal sehen. Dann werde ich jetzt in Ruhe austrinken. Und dann fange ich schon an, ein bisschen hier aufzuräumen, bevor ich Frühstück mache. Bis dahin dürfte es auch richtig hell sein.
Jetzt trinke ich erstmal noch und dann melde ich mich später. Bis dann, tschüssi. Zum Frühstück gibt es Eier mit Knäckebrot und natürlich kocht mein Kaffee auch. So, bevor ich jetzt den Schlafsack einpacke, zeige ich euch mal, wie ich den aufgehangen habe. Ich habe den nämlich auf einer Leine aufgehangen und die habe ich mit einem Knoten, also wie gesagt, ohne Knoten gespannt. Mit so einem kleinen Spanner, den hat er den Carlos mal vorgestellt. Das zeige ich euch mal. Also hier hat ich jetzt etwas schön trocknen lassen. Und hier habe ich mir selber geschnitzt. Ja, einmal wie ich draußen war und Langeweile hatte, hatte der Carlos gezeigt. Einfach zwei Hölzer, jede Seite eins. Mit Löcher drin und dann ist das Ganze nur rumgewickelt. Man kann es super spannen, aber das soll euch Carlos am besten erklären. Ich verlinke euch unten das Video. Aber es ist wirklich eine feine Sache. So, der Rucksack ist fertig gepackt. Muss nur noch die Wildkamera herholen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu tun. So, alles so wie es vorher war. Hab alles zurückgeschleppt. Habe sogar die Schnur, die ich benutzt habe, wieder abgemacht, obwohl es Naturschnur war. Und jetzt sieht es wirklich so aus, als ob keiner hier war. Sogar noch besser, weil da hinten liegt noch ein bisschen, da habe ich da zwei Flaschen gesehen, ein bisschen Müll und den sammle ich jetzt auch noch ein. Jetzt bleibt mir nur noch die Kamera einzupacken und dann geht's ab nach Hause. Hier hängt das gute Stück. Ich habe die Kamera gleich mal kontrolliert. Weil die hat zum Glück einen eingebauten Monitor. Ist leider nichts drauf. Bis auf einen wackelnden Ast und irgendein Waldschrat, der die Kamera aufgehangen hat. Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Hauseweg. Ist auch schon gleich 7 Uhr. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich gerne abonnieren und Daumen hoch und dergleichen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.